Moin Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen FC Mobile Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, direkt erstmal hier die wichtige Information. Endlich wieder mal ein Video. Ich glaube, es gab gestern 3 Tage jetzt kein Videos, weil es einfach bei mir privat sehr, sehr stressig war, Freunde. Aber jetzt Ende der Woche geht es jetzt wieder besser. Morgen kann ich auch streamen, Freunde. Morgen bin ich am Start. Wir kriegen ja neue Events. Es ist so viel passiert schon wieder. Absolut heftig, was hier abgeht gerade in FC Mobile. Wir kriegen einmal das Team of the Week Event und einmal hier das Rivalries Event. Richtig geil. Da gehen wir dann morgen im Video das allererstes Mal rein und gucken uns das Ganze an. Und auch morgen im Stream. Morgen Stream 19.30 Uhr. Seid gerne mit am Start. Es wird richtig, richtig nice. Würde mich sehr, sehr freuen. Und genau, Freunde, auf jeden Fall, jetzt gibt es wieder Daily Content. Jetzt könnt ihr euch wieder freuen. Jetzt wird es wieder abgehen. Ich habe wieder richtig Bock. Wir gehen rein. Und ja, wir haben jetzt hier auch von EA einmal den Black Friday bekommen. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen da gleich rein. Wir gehen da gleich rein. Wir holen uns alle 4 Angebote. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird richtig, richtig nice. Mal gucken, was wir ziehen. Ja, okay, hier gibt es ein bisschen was. Hier gibt es auch ein bisschen was. Also, ich bin gespannt. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen da gleich zusammen rein. Genau, zuerst einmal aber nochmal, was habe ich hier über... Also ich habe schon relativ immer gespielt, auch täglich, aber ich habe halt... Oh, warte mal, Walkout? Leute, sehe ich einen Walkout? Okay, warte mal. Die Lorenzo. Die Lorenzo, ja, nehme ich mit. Sehr nice, die Lorenzo am Start. Kann ich nochmal in irgendeinem Umtausch schauen. Champions League, Freunde, ist komplett durch bei mir. Ich spiele das kaum noch, ich sag's euch, es ist vorbei. Es ist einfach bei mir vorbei, aber es wird jetzt hier auch wieder aktualisiert. Also mal gucken, ob da jetzt wieder was Cooles kommt. Ich würde es mir ja wünschen. Rule Breaker bin ich auf jeden Fall voll dabei, Freunde. Rule Breaker bin ich richtig dabei. Komm, dann gehen wir nochmal schnell rein in die Skillspiele. Wir können uns jetzt gleich noch einen Mascherano abholen. Damit können wir auch noch ein bisschen was machen. Ich habe vor, vielleicht einen Garincha hochzutrainieren. Also ich habe eigentlich vor, Garincha hochzutrainieren damit. Weil Garincha finde ich ziemlich, ziemlich nice. Deswegen, genau. Das habe ich vor. Ansonsten überlege ich gerade, genau, sonst eigentlich, ja, so, sonst können wir noch so ein kleines Pack-Opening eigentlich machen, genau, Black Friday können wir jetzt auch noch reingehen, da habe ich Bock drauf, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und dann morgen im Video, wie gesagt, gucken wir uns die neuen Events am Team of the Week endlich, ich bin wirklich mal gespannt, ich hoffe, EA lässt das jetzt auch nicht so schleifen, sondern, ja, wie soll ich sagen, nimmt das Event ernst und nicht so wie letztes Jahr, wo die es dann irgendwann mal komplett ja, außen vor gelassen haben, wo dann nur irgendwelche Müllspieler da waren, die man gar nicht mehr gebrauchen konnte. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass es dieses Jahr nicht so sein wird, dass EA da mal, ja, sich ein bisschen mehr darauf fokussiert, ja, das Event auch wirklich weiterlaufen zu lassen, weil das ist eigentlich immer ein relativ cooles Event, wenn ich so sagen darf. Also ich fand Team of the Week vor allem in den vergangenen Jahren, also jetzt hier FIFA Mobile 19, FIFA Mobile 20, FIFA Mobile 18 immer ziemlich, ziemlich nice. Deswegen, genau. So, wir können jetzt nochmal schnell in den Star Pass, in den Rule Breaker Pass. Genau, jetzt holen wir jetzt mal alles ab. Jawohl. Sehr gut. Hier kriege ich auch bald einen Mascherano. Stimmt. Wie gut. So, dann holen wir uns jetzt erstmal hier diesen Mascherano ab. Let's go. Darauf habe ich jetzt richtig Bock. Ja, darauf habe ich jetzt richtig Bock hier. Mascherano 91. Und ich skippe jetzt auch mal schnell, ne? Weil wir wissen ja, wer es ist. Und der wird dann auch. Ah, den kann man sich jetzt nochmal. Oh, 50 Punkte fehlen nur noch. Oh shit, okay, das ist auch ziemlich, ziemlich wild. Das können wir uns auch noch abholen und dann kriegen wir das hier auch noch einmal. Aber gut, ich bin sowieso eigentlich schon voll im Star Pass, genau. Genau, wir gehen nochmal schnell rein. Umtausch, genau. Umtausch habe ich heute auch wieder ein bisschen was vor. Und zwar machen wir den 88er bis 91er Umtausch. Und ich hoffe, dass ich jetzt diesmal was Besseres ziehe. Ich hoffe es einfach sehr. Erstmal dieses Pack. Erstmal dieses Pack Walkout, okay. Portugal. ZOM ist es hier von, ja, Benfica, ist Rafa. Rafa 84, der Lümmel. Ah, gut. Ne, ich wollte eigentlich nochmal hier rein. Und jetzt 88 bis 91. Jetzt will ich es aber mal wissen. Ja, komm, Pires Alvarez hau ich einfach alle rein. Ist egal, ob wir, auch wenn die noch steigen können, ich weiß, Freunde, aber das ist mir jetzt, ja, Latte sagen wir mal so. Ich will den Umtausch machen. Let's go, wir machen jetzt hier den Umtausch 88 bis 91. Und ich hoffe, ihr gönnt. Jetzt gönnt ihr, bitte gönnt was Gutes. Gönnt was Gutes. Bitte, bitte, bitte. Ist Musiala, oder? Nee, es ist Rüdiger. Okay, immerhin ein bisschen besser. Rüdiger 89, nehme ich mit. Ist nicht verkehrt. Kann ich ja vielleicht auch nochmal zum Trainieren verwenden. Genau, apropos trainieren. Wir machen das ist einfach mal mit Garincha. Komm, ich mache Garincha. Achso, ich muss ja Rangaufstieg machen. Mit einen guten Mascherano. Let's go, Alter. Dann hat Garincha 96.
Ist das Big? Ist das Big, Freunde? Ey, das ist ja so geil, ne? Das ist ja so, so geil. Skillpunkt kriegt er auch. Und zwar Geschicklichkeit hatte ich. Warum hatte ich Geschicklichkeit? Was macht Geschicklichkeit nochmal? Beschleunigung, ja. Dann mache ich das hier. Sehr nice. Sehr gut, Alter. Einfach ein 96er Garincha jetzt. Richtig geil. So, habe ich irgendwas gemacht? Ah, hier habe ich die Quest. Ja, wie gut. Oh mein Gott. Ich habe das alles durch. Das heißt, wir können jetzt eigentlich einen Pass. Ich kann mir... Lol. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Warte mal. What the fuck? Ja, gib mir noch einen Maskerade. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Okay. Das ist wild. Das ist richtig wild. Maskerade hier nochmal geholt. Und den Star Pass habe ich doch jetzt eigentlich auch... fast fertig. Und hier kriege ich einen Mascherano. Oh mein Gott. Ja, wie gut, Digga. Ich sammle alles ein. Alter, wie krass. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Krass. Einfach zweimal Mascherano jetzt bekommen. Okay, das ist heftig. Das ist wirklich big. Und damit trainiere ich jetzt einmal Virgil van Dijk. Der Virgil bekommt ein Upgrade. Zack. Dann habt ihr 92. Und ich mache dann nochmal Cafu. Oder ich mache... Ah, wen mache ich? Ne, Cafu, was laber ich eigentlich? Ich meine natürlich Roberto Carlos. Ich weiß nicht, wen soll ich machen? Komm, ich mache einen KDB. Ich habe Bock auf einen KDB. Gib mir den KDB. Let's go. 94er Kevin De Bruyne. Auch absolut heftig. Und wir kriegen ja jetzt noch einen Mascherano. Stimmt, habe ich ja komplett vergessen. Junge, wir kriegen ja jetzt noch einen Mascherano wegen den Black Friday-Dingern da. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Oh, Freunde, was eine heftige Folge. Lasst gerne auf jeden Fall alle mal ein Like da, Junge. Das ist ja absolut geisteskrank. Das ist ja absolut heftig. So, die trainiere ich noch alle mal. Einmal hoch. Gut, ich hätte eigentlich rein theoretisch auch noch einen Ronaldinho, ne? Boah, jetzt kann ich gar nicht mehr Dings hoch, weil ich dann keine Spieler mehr habe. Okay, da muss ich aufpassen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in die Black Friday Angebote. Ich hole mir erstmal jetzt die ganzen Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Erstes Pack, 83 bis 95. Ich erwarte jetzt nichts Krasses. Ich bin mal gespannt. Und Walkie würde ich natürlich trotzdem mitnehmen. Okay, ist kein Walkie. Und es ist ein 83er Davis. Okay, Fonzy Davis hier gezogen. Sehr, sehr nice, Freunde. Ich würde sagen, wir... ich würde eigentlich quasi sagen, komm, ich hole mir nur hier 5, das hier und das hier, Freunde. Das ist 1 Euro und das lassen wir nochmal diesmal außen vor, aber da gehen wir jetzt erstmal rein. So, weiter geht's. 85 bis 95 jetzt. Dude kriegen wir auch noch, Alter, stimmt. Da können wir auch nochmal was machen. Walkout, okay. Icon. Nakata. Lol, ne, Hero. Nakata, doch, 87er Nakata gezogen. Nehme ich mit. Hä, das ist gut. Das ist solide, ja. Nehme ich auf jeden Fall so mit. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir jumpen wirklich direkt rein noch ins letzte Pack, damit wir das alles verpackt haben. Wir gehen rein. So, Freunde, seid ihr gehypt? 88 bis 95, ich bin's auf jeden Fall. Komm hier, ey, gönn was Geiles jetzt. Bitte, das wäre so wichtig. Jetzt irgendwas Krasses, come on. Gönn. Icon, jawohl, okay. Es ist Mascherano 91. Okay, das heißt, es ist eigentlich nicht so gut. Weil dann ist der Spieler nicht besser als 91. 88er Torres. Aber warum ist das hier so komisch verpackt? Dudek auch noch zweimal. Ja, aber hier ist noch ein José Messias von... Was ist denn das hier für eine Karte? Ja, okay. Ja, weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich davon halten soll. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. War ein komisches Pack, sagen wir es mal so. Fernando Torres kann ich auf jeden Fall verkaufen. Aber gut, naja, okay. Die 7 Millionen nehme ich doch mit. Na, okay, ich will mich eigentlich nicht so krass beschweren. Die 7 Millionen sind schon schmackhaft. Da Kater hier auch nochmal. Ja, warte mal, wo ist er denn hier? Hier, die 7 Millionen. Okay, die sind... Ja, ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren. Das ist wirklich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Hier habe ich auch nochmal einen gezogen. Der war auch, glaube ich, in dem Pack, oder? Ich glaube, der war auch in dem Pack. Ja, okay, so verkehrt war das also doch nicht. Ich will mich jetzt auch nicht so krass beschweren, weil das sind jetzt am Ende insgesamt 12 Millionen. Fast 3, ja komm, die 30 können wir eigentlich nochmal voll machen. Mit einem Nakata. Nakata geht auch nochmal raus, jawohl. Ja, okay, ich will mich nicht so krass beschweren. War eigentlich doch ein solides Pack. So kann man es eigentlich gut sagen.
War ein solides Pack. Und jetzt haben wir das ganze Ding auch. Jawohl, sehr nice. So, dann gehen wir jetzt aber nochmal ins Team rein. Ich will mal gucken, ob ich jetzt eigentlich einen Rüdiger mit meinen Dudex. Ja, kann ich. Ist die Frage, soll ich 80% riskieren? Oder soll ich lieber... ich weiß es nicht. Boah, ich mach's, ich riskiere es. Es geht, oder? Es geht, ja. Ja, es geht, okay. Hat sich doch gelohnt, das Risiko. Junge, Junge, einfach ein Rüdiger. Gib ihn mir. Maximal Verteidigung. Alter, Freunde. Das ist geistkrank. Guckt euch diesen Rüdiger an. 93er, zeigt mir mal die Stat. Also ich muss ihn noch hochtrainieren. Okay, 117 schon. Junge, Junge, das ist geistkrank. Ist das geisteskrank. Wie weit kann ich eigentlich hier gehen? Oh, ich kann gar nicht mal so weit gehen. Lol. Fällt mir gerade auf. Naja, gut, ich brauche erstmal wieder ein paar Spieler, um die ganzen Spieler trainieren zu können, weil meine Spieler, ich habe aktuell nur 108 Spieler. Das war's auch wieder komplett. Aber Freunde, wir haben ja jetzt auch noch einen Mascherano. Wir haben ja jetzt auch noch einen Mascherano, den ich an... komm, Carlos Alberto. Carlos Alberto, mein Freund, du kommst hoch auf die 94. Let's go. Sehr nice. Und er kriegt natürlich auch noch seinen Skillpunkt bei Verteidigung. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Und so wird es gemacht. Alter, okay. Das wird jetzt immer noch besser, Freunde. Ich brauche halt einfach nur wieder mehr Spieler. Und dann sollte das Ganze aber auch klappen, Freunde. Ich würde sagen, das gewesen sein mit dieser geilen Folge. Lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut. Haut rein und ciao.